Am 7. Dezember 1941 um 7.55 Uhr stoßen japanische Kampfflugzeuge auf die Hawaii-Insel Oahu herab. Ihr Ziel ist die US-Pazifikflotte, die in ihrem Hauptstützpunkt Pearl Harbor vor Anker liegt. Fünf US-Schiffe werden schwer getroffen. Wenige Minuten später greift die zweite japanische Angriffswelle an. Um 8.35 Uhr sind zwei US-Schlachtschiffe gekentert, zwei sinken und zwei weitere sind schwer beschädigt. Ein siebtes Schlachtschiff, die Nevada, wird bei dem Versuch, den Hafen zu verlassen, ebenfalls getroffen und muss auf Grund gesetzt werden. Gleichzeitig beschießen japanische Zeros die entlang der Startbahnen aufgereihten US-Flugzeuge. Sie nehmen auch die nahegelegenen Kasernen ins Visier. Nach dem Angriff sind ein Dutzend amerikanischer Kriegsschiffe gesunken oder beschädigt. 188 Flugzeuge sind zerstört. Am nächsten Tag erklärt US-Präsident Franklin Roosevelt Japan den Krieg. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Die Weichen sind gestellt. Kann Japan die Vereinigten Staaten mit einem Schlag ausschalten, bevor die Supermacht USA ihre Trümpfe ausspielt? Es sollte einer der blutigsten Konflikte des Zweiten Weltkriegs werden. Japans Kriegsvorbereitungen beginnen im August 1940. Japan nutzt die Niederlage Frankreichs in Europa, um Luftstützpunkte im Norden der französischen Kolonie Indochina in seine Gewalt zu bringen. Man glaubt an eine schnelle und problemlose Expansion des Reiches. Ein Jahr später fordert Japan in einem Ultimatum die Nutzungserlaubnis weiterer französischer Militärstützpunkte in ganz Indochina. Als Frankreich zögert, marschieren japanische Truppen ein und besetzen die Kolonie. Japan bekommt die Folgen dieses Schrittes sofort zu spüren. Die Vereinigten Staaten frieren japanische Vermögen in Übersee ein und verhängen ein vollständiges Ölembargo. Japan muss sich entscheiden. Will man einlenken und dabei das Gesicht verlieren? Oder noch mehr Land in Besitz nehmen und den Einsatz erhöhen? Für die japanische Regierung unter Premierminister Hideki Tojo besteht kein Zweifel über den einzuschlagenden Kurs. Er weist die japanischen Heeres- und Marinebefehlshaber an, die rasche Besetzung aller von Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten kontrollierten Gebiete vorzubereiten. Die Japaner rechnen mit einem schnellen Sieg.
Sie halten die Amerikaner für eine genusssüchtige Nation, die einen langen Krieg mit schweren Verlusten nicht in Kauf nehmen würde. Das japanische Militär geht davon aus, dass die USA nach der Vernichtung ihrer Pazifikflotte schnell zu Verhandlungen bereit wären. Die Entscheidung, Pearl Harbor anzugreifen, ist gefallen. Das Kommando erhält Admiral Isoroku Yamamoto, der Oberbefehlshaber der Vereinigten Flotte. Er verfügt über 10 Schlachtschiffe, 10 Flugzeugträger und die modernsten Marineflugzeuge der Welt. Demgegenüber steht die amerikanische Pazifikflotte mit 8 altgedienten Schlachtschiffen aus dem Ersten Weltkrieg und 2 Flugzeugträgern. Yamamoto plant den Angriff bis ins Detail. Er will an einem Sonntag zuschlagen, da ihm aus Geheimdienstberichten bekannt ist, dass die US-Flotte am Wochenende gewöhnlich in Pearl Harbor vor Anker liegt. In völliger Funkstille versammelt sich der japanische Angriffsverband in der Tankan-Bucht, die zur Inselkette der Kurilen gehört. Am 26. November 1941 bricht die Flotte auf. Unterdessen treffen japanische Unterhändler in Washington ein, um zum Schein über einen möglichen Rückzug Japans aus China zu verhandeln. Nach mehreren Tagen tankt die japanische Flotte auf See noch einmal auf. 3 Tage später erreicht sie Hawaii. Die Amerikaner ahnen die Bedrohung nicht. Nach einer letzten Einsatzbesprechung startet am 7. Dezember um 6 Uhr morgens die erste Welle japanischer Flieger. Als die Japaner ihren Angriff beginnen, bricht für die amerikanischen Besatzungen ein herrlicher Sonntagmorgen an. Knapp 2¼ Stunden später ist alles vorbei. Yamamotos Plan ist aufgegangen. Oder etwa doch nicht? Es gibt ein Problem. Die beiden US-Flugzeugträger befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in Pearl Harbor. Sie sind davongekommen. Yamamoto hat sein Ziel, die US-Pazifikflotte auszuschalten, nur teilweise erreicht. Die Bedrohung durch die US-Marineflieger ist ungebrochen. In den Vereinigten Staaten herrscht Ungläubigkeit und Entsetzen. Schnell schlägt die Stimmung in Zorn und Entschlossenheit um. Wütende Menschenmengen versammeln sich vor der japanischen Botschaft. Japan hat den schlafenden Riesen geweckt. Frank Knox, der Marineminister der Vereinigten Staaten, spricht für viele. The Japs started this war. We are going to finish it. Doch bevor die Vereinigten Staaten ihre Kräfte mobilisieren können, sollte Japan den westlichen Alliierten noch weitere schmerzhafte Niederlagen beibringen.
Während sich die USA vom Angriff auf Pearl Harbor erholen, beginnen die Japaner im Dezember 1941 mit einer Reihe von Angriffen auf die westlichen Kolonien Südostasiens. Nachdem die Gefahr durch die amerikanische Flotte zunächst gebannt ist, wenden sie sich jetzt gegen die britischen Kolonien. Zuerst greifen sie die malaiische Halbinsel an. Japanische Truppen landen im Nordosten von Britisch-Malaya, dem heutigen Malaysia. Sie planen, entlang der Ostküste nach Süden vorzustoßen. Die Invasionstruppen treffen nur auf geringen Widerstand. Die Kämpfe sind nach einem Tag vorüber. Eine zweite japanische Landungsoffensive im nördlicher gelegenen Thailand stößt auf gar keine Gegenwehr. Von hier rücken weitere 30.000 japanische Soldaten an der malaiischen Westküste nach Süden vor. Ziel beider Verbände ist Singapur, das politische und militärische Zentrum Großbritanniens in Fernost. Die Briten haben die Insel in eine schier uneinnehmbare Festung verwandelt. Aber ihre schweren Geschütze zielen nach Süden, aufs Meer. Die Japaner nähern sich jedoch von Norden über Land. Die britischen Militärbefehlshaber bleiben gelassen. Sie unterschätzen die Kampfkraft der japanischen Truppen und halten den malaiischen Dschungel für unpassierbar. Doch die Japaner haben eine andere Strategie. Um Singapur zu zermürben, greifen sie aus der Luft an. Das moderne Schlachtschiff Prince of Wales und der Schlachtkreuzer Repulse erhalten den Auftrag, die japanischen Truppenkonvois abzufangen. Doch die beiden Kriegsschiffe werden von japanischen Bombern entdeckt. Keine zwei Stunden später sind sie gesunken. Fast 1000 britische Seeleute finden dabei den Tod. Es ist eine der größten Katastrophen der Royal Navy während des Zweiten Weltkriegs. Im Zeitalter der Marineflieger und Flugzeugträger hat das Schlachtschiff als tragende Säule der britischen Marine offensichtlich ausgedient. Zu Land rücken die Japaner weiter in Richtung Süden vor, nach Singapur. Am 11. Januar 1942 nehmen sie Kuala Lumpur ein. Die britischen Streitkräfte müssen sich nach Singapur zurückziehen. Dort stehen etwa 100.000 britische Soldaten einer Armee von nur 30.000 Japanern gegenüber. Auch ohne ihre schweren Geschütze sollten die Briten in der Lage sein, die Stadt zu halten. Der japanische Angriff erfolgt Anfang Februar. Er wird durch eine Reihe von Luftschlägen unterstützt. Die britische Verteidigung versinkt schon bald im Chaos. Die Zahl der zivilen Opfer schnellt in die Höhe. Vier Tage später durchbrechen die Japaner die letzten britischen Verteidigungslinien.
Der britische Befehlshaber General Arthur Percival und über 90.000 Soldaten kapitulieren. Noch nie in der Geschichte der britischen Armee musste sich ein Befehlshaber einer so großen Streitmacht ergeben. Schon gar nicht einem Feind, der zahlenmäßig weit unterlegen war. In nur 10 Wochen hat Großbritannien seine 200 Jahre alte Macht und sein Ansehen in Fernost eingebüßt. Doch das ist nicht die einzige Katastrophe. Die japanischen Streitkräfte triumphieren auch in anderen Teilen Südostasiens. Die britische Garnison in Hongkong fällt nach 2-wöchiger Belagerung in japanische Hände. Auf den Philippinen ergeht es den Amerikanern nicht besser. Auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Clark Air Field werden die US-Flugzeuge Ziel eines japanischen Präventivschlags. Der Großteil der Maschinen wird zerstört. Zwei Tage später, als die Landung der japanischen Truppen beginnt, ist die US-Luftwaffe praktisch nicht mehr vorhanden. Die philippinischen Soldaten fliehen in Scharen. Das ermöglicht den Japanern einen raschen Vormarsch. 10 Tage später nehmen sie Manila ein. Die Amerikaner müssen sich auf die Halbinsel Bataan zurückziehen. Dort warten sie auf Entsatz. Doch der bleibt aus. Am 3. April 1942 beginnt der Großangriff der Japaner auf die amerikanischen Stellungen. Nach 4 Tagen schwerer Kämpfe gelingt ihnen der Durchbruch. Zwei Tage später müssen sich die Amerikaner ergeben. Großbritannien besitzt noch eine letzte Kolonie in der Region, Birma, das heutige Myanmar. Anfang 1942 marschieren japanische Streitkräfte in den Süden des Landes ein. Die Briten hatten die Verteidigung völlig vernachlässigt. Es stehen nur 15.000 Soldaten zum Schutz des Landes zur Verfügung. Die sind den Japanern nicht gewachsen. Die alliierten Truppen leisten nur kurz und erfolglos Widerstand. Knapp 2 Monate nach ihrem Einmarsch in Birma erobern die Japaner die Hauptstadt Rangoon. 8 Wochen später sind die Briten vollständig aus dem Land vertrieben. Innerhalb eines halben Jahres haben die Japaner den gesamten ostpazifischen Raum erobert. In einem vernichtenden Blitzkrieg. Aber es mehren sich bereits die Anzeichen einer Wende. Am
Am 18. April 1942, 4 Monate nach dem Angriff auf Pearl Harbor, schlägt Amerika zurück. US-Bomber fliegen tief über Tokio hinweg und bombardieren die Stadt unweit des Kaiserpalastes. Andere Angriffe gelten Yokohama, Kobe und Nagoya. Der von Präsident Roosevelt persönlich autorisierte Überraschungsangriff ist riskant. Die B-25-Bomber wurden nicht für den Start von Flugzeugträgern konstruiert. Schwerfällig erheben sie sich vom Deck der USS Hornet, die sie bis auf 1000 Kilometer an die japanische Hauptstadt herangebracht hat. Doch erst einmal in der Luft sind sie gefährlich. Die Angriffe erschüttern Japan zutiefst. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Monate hat kein Japaner mit einem Angriff auf die Heimat gerechnet. Japans Militärstrategen planen, die Verteidigungszone des Landes auszuweiten. Wenn es gelingt, im Pazifik weitere strategische Vorposten zu erobern, können die Alliierten bereits in sicherer Entfernung vor Erreichen der Heimat abgefangen und vernichtet werden. Japan beherrscht bereits weite Teile der chinesischen Küste, Südostasiens und der Philippinen. Auch Niederländisch-Indien ist besetzt. Nun will Japan im Süden Papua-Neuguinea und die Salomonen angreifen und im Osten die mitten im Pazifik gelegenen Midway-Inseln einnehmen. So soll die Heimat durch eine Reihe befestigter Vorposten gesichert werden. Doch bereits während der Planungsphase sind Japans künftige Operationen bekannt. Aber das sollte sich erst nach dem Krieg herausstellen. In den Vereinigten Staaten wurden die japanischen Geheimcodes entschlüsselt. Im Frühjahr 1942 weiß die Dechiffrierabteilung der US-Marine auf Hawaii über die japanischen Absichten bereits bestens Bescheid. Flottenadmiral Chester Nimitz, der US-Oberbefehlshaber der alliierten Marine im Pazifik, kennt die japanischen Invasionspläne der Salomonen und Papua-Neuguineas genau. Im Falle eines Erfolges wäre Australien von seinen Verbündeten abgeschnitten. Ein japanischer Bombenangriff auf Darwin hat die Angst vor einer bevorstehenden Invasion bereits geweckt. Im Mai 1942 beginnen die Japaner mit der Umsetzung ihrer Pläne. Sie besetzen die Salomonen. Zwei Tage später erreicht die japanische Flugzeugträgerflotte das Korallenmeer. Sie soll den Angriff auf Papua-Neuguinea vorbereiten. Aber dieses Mal sind ihnen die Amerikaner zuvorgekommen. Admiral Nimitz hat bereits 2 Flugzeugträger und einige kleinere Kriegsschiffe in die Region verlegt. Zwei Tage lang halten die beiden Flotten Ausschau nach ihrem Gegner. Am 7. Mai machen US-Flugzeuge den japanischen Flugzeugträger Shoho aus und versenken ihn.
Die Schlacht im Korallenmeer hat begonnen. Die Japaner antworten am nächsten Morgen mit einem Hagel von Bomben und Torpedos. Zunächst kann der US-Flugzeugträger Yorktown den japanischen Torpedos noch ausweichen. Doch dann wird er von einer Bombe getroffen, die vier Decks durchschlägt, ehe sie explodiert. 37 Männer sterben. Auch der größere und behäbige Flugzeugträger Lexington wird von mehreren Bomben und zwei Torpedos getroffen. Er neigt sich mit starker Schlagseite nach Backbord. Die Amerikaner erwidern den Schlag und greifen den Flugzeugträger Shokaku an. Japanische Jäger fangen den ersten Angriff ab und zwingen die amerikanischen Douglas TBD Devastators, ihre Torpedos vorzeitig abzuwerfen. Kein Torpedo erreicht sein Ziel. Eine zweite Welle von US-Sturzkampfbombern hat mehr Erfolg. Sie beschädigen das Deck der Shokaku so schwer, dass darauf keine Flugzeuge mehr starten noch landen können. Nach einem zweitägigen Kampf verlassen die Gegner das Schlachtfeld. Am gleichen Abend wird die Lexington, die immer noch im Wasser treibt, von einer gewaltigen Explosion erschüttert. Aus einem unbemerkt gebliebenen Leck waren Treibstoffdämpfe ausgetreten und hatten sich entzündet. Wie durch ein Wunder kann die 3000 Mann starke Besatzung bis auf 215 Mann gerettet werden. Später versenkten amerikanische Torpedos das brennende Schiff. Die Schlacht im Korallenmeer ging zumindest auf dem Papier unentschieden aus. Beide Seiten haben einen Flugzeugträger verloren, ein weiterer ist schwer beschädigt. Doch strategisch ist es ein Erfolg für die USA. Sie haben weitere Landnahmen der Japaner unterbunden und die Isolierung Australiens verhindert. Mit der Schlacht im Korallenmeer beginnt eine neue Ära der Seekriegsführung. Es ist die erste große Schlacht, bei der die feindlichen Schiffe keinen Sichtkontakt hatten. Sie wurde von Fliegern ausgetragen, die von Flugzeugträgern starteten. Schon bald sollte sich zeigen, welche Seite für die neue Form dieser Seekriegsführung besser gerüstet war. Im Spätfrühling 1942 befinden sich Japan und die USA in einem Patt.
Japan braucht einen schnellen Sieg, um nicht von den Vereinigten Staaten und deren gewaltigen Ressourcen überwältigt zu werden. Mitte Mai gehen die Japaner in die Initiative. Amerikanische Dechiffrierabteilungen berichten erneut von einem bevorstehenden Angriff. Doch was könnte mit dem Ziel AF gemeint sein? Die Amerikaner wissen nicht, wo im Pazifik sich das Ziel AF befindet. Könnten die Midway-Inseln bei Hawaii gemeint sein? Als Ausgangspunkt für einen erneuten Angriff auf die amerikanische Flotte in Pearl Harbor lägen sie ideal. Um Gewissheit zu erlangen, bedienen sich die Amerikaner einer List. Der US-Luftwaffenstützpunkt auf den Midway-Inseln soll die unverschlüsselte Nachricht senden, es gäbe Probleme mit dem Trinkwasser. Kurz darauf wird der japanische Funkspruch abgefangen: Ziel AF habe Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung. Jetzt weiß Admiral Chester Nimitz, wo der Feind zuschlagen wird. Der Angriffsplan der Japaner ist wie immer komplex. Ein Ablenkungsangriff auf den Aleuten im Nordpazifik soll einen Teil der US-Flotte weglocken, während ein anderer Verband die Midway-Inseln angreift. Die Amerikaner wären gezwungen, ihre Trägerflotte zur Rettung der Midway-Inseln einzusetzen. Dort würde ihnen eine japanische Übermacht mit 4 großen Flugzeugträgern auflauern und sie vernichten. Es ist der zweite Versuch der Japaner innerhalb eines Jahres, die US-Pazifikflotte vernichtend zu schlagen. Die amerikanischen Flugzeugträger laufen aus, um die Japaner abzufangen. Am 3. Juni 1942 beginnen die japanischen Streitkräfte den erwarteten Angriff auf die Aleuten. Nimitz reagiert nicht. Am nächsten Morgen holt die japanische Trägerflotte zum ersten Luftschlag gegen die Midway-Inseln aus, um die Verteidigung zu schwächen. US-Kampfflugzeuge steigen auf, um sich den Angreifern entgegenzustellen. Die meisten sind veraltete Brewster Buffalos. Mit den wendigeren japanischen Zeros können sie nicht mithalten. Doch der japanische Angriff wird abgewehrt. Die Verteidigung der Midway-Inseln hält stand. Der japanische Befehlshaber Vizeadmiral Chuiki Nagumo steht vor einer schweren Entscheidung. Er hat einen Teil seiner Flugzeuge zurückbehalten und mit Spezialmunition für den Angriff auf Schiffe bewaffnet. Für den Fall, dass die US-Trägerflotte gesichtet würde. Soll er nun diese Flugzeuge von Torpedos und panzerbrechenden Bomben auf Spreng- und Splitterbomben umrüsten lassen und einen Zweitschlag gegen die Midway-Inseln führen? Dann wäre er schlecht für den Kampf gegen die US-Marine gerüstet. Doch dieses Risiko scheint ihm vertretbar. Die Umrüstung ist bereits in vollem Gang, da erhält er die entscheidende Meldung. Die US-Flotte wurde gesichtet. War das die Trägerflotte oder nur ein kleinerer, unbedeutender Flottenverband? Nagumo steckt in der Zwickmühle. Soll er den zweiten Angriff auf die Midway-Inseln fortführen oder seine Bomber noch einmal umrüsten und die amerikanischen Schiffe angreifen?
Nagumo setzt auf Risiko. Er wird den Zweitschlag gegen die Midway-Inseln fortsetzen. Er hofft, dass nach der Rückkehr der Bomber genügend Zeit bleibt, um sie für den Kampf gegen die amerikanischen Schiffe neu zu bewaffnen. Noch während er die Chancen abwägt, greifen US-Bomber die japanischen Flugzeugträger an. Die Japaner müssen jetzt alle verfügbaren Abfangjäger in die Luft bringen, um die amerikanischen Flugzeuge abzuwehren. Dann melden japanische Aufklärer die Sichtung der amerikanischen Flugzeugträger. Wieder muss sich Nagumo entscheiden. Die Umrüstung seiner Flugzeuge ist zur Hälfte abgeschlossen, aber die US-Flugzeugträger sind ein noch bedeutenderes Ziel. Nagumo setzt erneut auf Risiko. Er lässt noch einmal die Bewaffnung tauschen und plant jetzt, die US-Flotte anzugreifen. Währenddessen sind seine Schiffe leichte Beute. Sie werden von tieffliegenden US-Torpedobombern ins Visier genommen. Aber die amerikanischen Maschinen sind alt und langsam und greifen ohne Begleitschutz durch Jäger an. Als sie sich der japanischen Flotte nähern, werden sie abgeschossen. Für kurze Zeit sieht es so aus, als hätte Nagumo richtig entschieden. Doch dann, als seine Bomber bestückt und einsatzbereit sind, kommt es zur Katastrophe. US-Sturzkampfbomber hatten sich unbemerkt in großer Höhe genähert und stoßen nun auf die Schiffe herab. Die Japaner werden von dem Angriff völlig überrascht. Nagumo hat zu hoch gepokert. Jetzt ist er den amerikanischen Bombern schutzlos ausgeliefert. Innerhalb 5 Minuten verwandeln die amerikanischen Sturzkampfbomber 3 große japanische Flugzeugträger in brennende Wracks. Alle sollten später sinken. Starke Regenfälle haben den 4. Flugzeugträger, die Hiryu, gerettet, der nun zum Gegenangriff übergeht. Der US-Flugzeugträger Yorktown wird schwer beschädigt. Einige Tage später wird er von einem japanischen U-Boot torpediert. Doch die japanische Offensive ist nur von kurzer Dauer. Am späten Nachmittag wird auch die Hiryu getroffen und fängt Feuer. Innerhalb weniger Stunden ist die japanische Herrschaft auf See beendet. Der Angriff auf die Midway-Inseln war gescheitert. Er hat Japan seine besten Flugzeugträger und 322 Flugzeuge gekostet. Weit über 2000 Seeleute haben ihr Leben verloren. Und die Vereinigten Staaten beherrschen jetzt den Pazifik. Doch zu Land sind die Japaner noch nicht geschlagen und in der Luft ist ihre Macht ungebrochen. In den folgenden Monaten versuchen sie, daraus ihren größtmöglichen Nutzen zu ziehen.
Im Sommer 1942 sind die japanischen Pläne, das Land mit einem Verteidigungsgürtel aus besetzten Vorposten zu umgeben, noch immer nicht umgesetzt. Schwere Verluste auf See haben ihre Invasionspläne von Papua-Neuguinea und den Inseln im Zentralpazifik durchkreuzt. Japanische Strategen entwickeln einen neuen Plan. Wenn sie zu Wasser nicht weiterkommen, wollen sie es zu Land versuchen. Am 21. Juli landet eine Division erfahrener Dschungelkämpfer an der Nordküste Papua-Neuguineas. Sie rücken nach Westen vor und nähern sich der Hauptstadt Port Moresby. Zunächst kommen sie rasch voran. Die australischen Streitkräfte sind ihnen zahlenmäßig weit unterlegen. Bald haben die Japaner den wichtigsten Pass über das Owen-Stanley-Gebirge erobert. Dort machen sie Halt, um die Verstärkung für den Vorstoß nach Port Moresby aufschließen zu lassen. Auch die Australier sammeln frische Truppen. Als sich die Japaner erneut in Bewegung setzen, stoßen sie auf deutlich stärkere Gegenwehr. Sie haben es nun mit Soldaten zu tun, die gleichermaßen gut ausgebildet, erfahren und motiviert sind. Den Australiern gelingt es, den Vormarsch der Japaner vorübergehend zu verzögern. Doch im Dschungel herrschen furchtbare Verhältnisse. Es regnet ohne Unterlass. Die Malaria grassiert. Schließlich müssen sich die Australier erneut zurückziehen. Nach 2 Monaten erbitterter Kämpfe haben sich die Japaner Port Moresby bis auf 50 Kilometer genähert. Dann greift die amerikanische Verstärkung in die Kämpfe ein. In den Monaten September und Oktober werden die Japaner zurückgeschlagen. Dabei leisten sie heftigen Widerstand, oft bis zur Selbstaufgabe. Viele sterben lieber im Kampf, als sich zu ergeben. Erst nach 2 weiteren Monaten sind die Japaner überwältigt. Es war ein Gemetzel. Von den 15.000 japanischen Soldaten haben nur 3.000 überlebt. Es steht nicht gut für die Japaner. Auf See wurden sie geschlagen und nun verlieren sie auch zu Land rasch an Einfluss. Die amerikanische Militärmacht hat das Blatt gewendet. Den Japanern bleibt eine letzte Möglichkeit: ihre Luftwaffe.
Im Sommer 1942 beginnen japanische Ingenieure im ganzen Pazifikraum mit dem Bau von Feldflugplätzen. Einer befindet sich auf der Insel Guadalcanal im Süden der Salomonen. Die Insel liegt günstig, um US-Konvois auf ihrem Weg nach Australien abzufangen. Deswegen sollte sie zum Schauplatz einer blutigen Schlacht werden. Im August 1942 landen US Marines auf der Insel. Zunächst gibt es keine Gegenwehr. Sie sollen das halbfertige Flugfeld in ihre Gewalt bringen, fertigstellen und die Insel zu einem US-Stützpunkt machen. Aber die Japaner haben noch nicht aufgegeben. In der gleichen Nacht greifen ihre Kriegsschiffe die amerikanische Landungsflotte an und bringen Verstärkung an Land. In einem Nachtgefecht versenken die japanischen Kreuzer 4 alliierte Kriegsschiffe und zwingen die restlichen zum Rückzug. Die US Marines sitzen ohne Vorräte und schwere Waffen auf der Insel fest. Sie verschanzen sich um den Flugplatz. Unter heftigem Beschuss setzen sie das Flugfeld instand. Zwei Wochen später treffen eine Gruppe Wildcat-Jagdmaschinen und Dauntless-Sturzkampfbomber ein. Sie kommen gerade zur rechten Zeit. Am nächsten Tag beginnen japanische Soldaten mit Selbstmordanschlägen auf das Flugfeld. Während der nächsten Monate greifen immer weitere fanatische Soldaten in die Schlacht ein. Im Winter 1942 ist die Situation festgefahren. Beide Seiten haben sich in ihren Verteidigungsstellungen eingegraben. Im Dezember werden die erschöpften US Marines durch frische Truppen entsetzt. Die Marines gehen jetzt erneut gegen die immer stärker isolierten japanischen Widerstandsnester vor. Anfang Februar 1943 ist Guadalcanal schließlich in amerikanischer Hand. Die Japaner sind zu Wasser und zu Land besiegt. Und sogar der Luftraum bleibt ihnen verwehrt. Der orientalische Blitzkrieg war gescheitert. Das japanische Kaiserreich sieht sich jetzt einem Feind gegenüber, mit dessen rasch wachsender Macht es niemals Schritt halten kann. Es sollte ein entscheidender Wendepunkt im Verlauf des Zweiten Weltkrieges sein.